Wie gesagt, wir machen gleich weiter im Programm. Es geht hier Schlag auf Schlag, 3 Tage lang, sehr, sehr viele Referenten und auch Musik. Die Geschichte der Energetik in Österreich und der Prana-Verein, dies wird uns jetzt näher bringen. Eine sehr, sehr sympathische, immer strahlende Dame, und es freut mich sehr, euch hier beim ersten Okitalk Medienfestival begrüßen zu dürfen. Begrüßt sie mit mir mit einem riesengroßen Applaus, Frau Burgi Sedlak. Viel Spaß! Danke, Alex, für die nette Vorstellung. Ja, wegen der Entfernung macht es euch nichts draus, es gibt ja nur eine scheinbare Entfernung. Ja, mein Name ist Burgi Sedlak, ich freue mich sehr, dass ich da heute ein bisschen was über die Entwicklung der Energetik in Österreich sprechen darf. Man hat mich gebeten, ein Handmikrofon zu nehmen, ich hoffe, das geht gut, ich bin es nämlich überhaupt nicht gewohnt. Ich arbeite seit 30 Jahren mit energetischen Körpertherapien und habe 1993 die Internationale Prana-Schule in Österreich gegründet. Bom, war es. Und an dieser Schule wird Prana Vita unterrichtet. Ein wunderschönes energetisches Heilsystem, Bewusstseinstraining, Atemtraining, meditative Übungen, um gesund zu bleiben und um gesund zu werden. Ich möchte aber jetzt überhaupt nicht viel Werbung machen für die Prana-Schule, denn wer Prana Vita kennenlernen oder lernen will, der findet uns ja. Ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht zu Beginn meines Vortrages. Und ich möchte das nennen Evolution durch Lächeln. Lächeln ist eine ganz wichtige Sache und die einfachste energetische Übung, die es überhaupt gibt. Immer wenn wir in der Vergangenheit glücklich waren, wenn wir freudvoll waren, wenn alles so schön passt hat im Leben, dann haben wir gelächelt. Und diese Glücksenergie des Lächelns ist in Teilen unseres Gehirns gespeichert worden. Und wenn wir heute hergehen und bewusst lächeln, dann werden diese Speicherungen im Gehirn und im gesamten Energiesystem aktiviert und wir sind augenblicklich in einem besseren und höheren Energiezustand. Lächeln hat 2 große, große Vorteile. Erstens, Stresshormone werden im Körper abgebaut. Zweitens, wir können wirklich Glückshormone produzieren durch Lächeln. Man sagt heute, wenn wir 90 Sekunden lang lächeln, dann glaubt unser Körper, dass wir in einer guten Verfassung sind und reagiert dementsprechend. Ich würde gerne eine kleine Übung machen mit euch. Vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. Probieren wir es einmal. Evolution durch Lächeln. Man kann das als Energie noch in seinem Gesicht fühlen, wenn man ein bisschen achtsam ist. Okay, wer mitmachen will? Schauen wir mal ernst. Dann zaubern wir ein kleines Lächeln auf unser Gesicht. Und dann ziehen wir die Mundwinkel noch höher. Und schauen wieder ernst. Das ist eine Veränderung in der Energie. Super macht sie das. Probieren wir es noch einmal. Wir schauen ernst. Wir lächeln leicht. Und wir ziehen die Mundwinkel noch ein bisschen höher. Super. Danke. Man sagt, ein echtes Lächeln erreicht immer die Augenwinkel. Lächeln ist ein Geschenk für uns selbst, das wir uns selbst machen können, weil es uns gesund erhält. Und es ist ein Geschenk für andere Menschen, weil sie sich freuen. So nach dem Motto, wenn du jemanden siehst, der kein Lächeln hat, dann schenk ihm deines.
Upsi. So, die Geschichte der Energetik ist das Thema von meinem heutigen kurzen Vortrag, ein kleiner Überblick. In alten spirituellen Schulen wird uns gelehrt, dass wir Menschen auf drei unabhängigen Ebenen existieren und funktionieren. Der Ebene des Körpers, der Ebene der Energie und der Ebene des Geistes. Die Ebene des Körpers. Selbst wenn jemand dann überhaupt nichts glaubt, kann er wahrscheinlich nicht verleugnen, dass er einen Körper hat. Und unser Körper ist die Basis unserer Existenz. Ich sage immer, es ist unser Raumanzug in dieser Dimension. Wenn wir unseren Körper nicht hätten, könnte man nicht essen, könnte man nicht trinken, könnte man nicht tanzen, könnte man nicht lachen, könnte man nicht lieben. Fantastisch, unser Körper. Aber seine Grenzen und seine Probleme sind ja auch irgendwie klar ersichtlich. Wir empfinden Schmerz und Freude. Wir empfinden Hunger und Durst, wir empfinden Wärme und Kälte. Und wir verbringen viel Zeit damit, etwaige Probleme oder Unausgewogenheiten zu überwinden. Unser Körper ist etwas Fantastisches. Jeder von euch, der vielleicht schon einmal einen Anatomiekurs besucht hat, wird aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen sein. Wie wunderbar unsere ganzen Körperfunktionen und Körpersysteme und Drüsen und Organe, wie wunderbar das alles zusammenspielt, ohne dass wir irgendetwas davon mitkriegen. Unser Körper ist aber auf einer anderen Ebene noch ein richtiges Wunderwutzi. Stellt euch einmal vor, jeder Körper hat, je nachdem wie groß wir gewachsen sind, 50 bis 100.000 Milliarden Körperzellen. Ich bin ziemlich lang. 100.000 Milliarden Körperzellen. Dreimal so viel Mikroorganismen als Teamspieler. Jede Sekunde sterben 50 Millionen Körperzellen ab und werden neu gebildet. Ja, ist das nicht ein Wunderwerk, in dem wir da drinnen stecken? 100.000 Milliarden Zellen, reines Bewusstsein. Jede Körperzelle hat volle Information über den gesamten Körper. Und jede Körperzelle strahlt ihr Zelllicht aus. Und was tun viele Menschen mit ihrem Wunderwerk? Sie können es nicht schätzen, sie können es nicht achten, sie ernähren es schlecht, sie meckern ständig dran herum, der Bauch ist zu groß, die Nase ist zu klein, die Hüften sind zu rund. Anstelle, dass sie liebevoll und wertschätzend mit ihrem Körper sprechen, mit allen 100.000 Milliarden Körperzellen. Ja, für wen arbeiten denn all diese Körperzellen? Ja, natürlich nur für uns, nur für uns. Und wie gehen wir mit ihnen um? Na gut, körperliche Existenz. Dann haben wir die energetische Existenz, die Ebene der Energie. Die ist nicht so leicht zu erkennen. Darum behandeln westliche Ärzte bei uns alle Probleme auf der körperlichen Ebene. Aber wenn die Energie, der Energiefluss im Körper gestört ist, dann ist weder der Körper noch der Geist gesund. Und viele Krankheiten entstehen durch Störenergien, durch Energieblockaden, durch Energiestörungen. Und die können dann nicht durch Operationen oder Medikamente geheilt werden. Körper, Energie, das ist noch etwas, was mir sehr zu denken gegeben hat. Moderne Quantenphysiker sagen, dass 99,99% unseres Körpers
aus Raum bestehen. Dann bleibt 0,01% Materie zurück. Das heißt, unser Körper ist irgendwo eine totale Illusion. 99,9% Raum. Das deshalb, weil die Atome sich nie berühren, weil sie ziemlich weit voneinander weg sind. Man kann sich das so vorstellen, ein Atom ist in Wien, das andere Atom ist in München und dazwischen Raum. Aber dieser Raum ist nicht leer, der ist von Energie durchdrungen. Wir sind wieder bei der Energie. Faszinierend, oder? Ja, und die dritte Ebene, auf der wir existieren, ist die Ebene des Geistes. Schwere oder weniger schwere mentale oder psychologische Probleme hängen damit zusammen. Und auch das hat mit Energie zu tun. Denn sie entstehen sehr häufig, wenn der Energiehaushalt nicht ausgewogen ist. Gedanken sind Energien, die man heute messen kann. Manche Menschen verbringen jeden Tag mit destruktiven Gedanken. Mir geht es so schlecht, ich bin so arm, ich halte das nicht mehr aus, ich kann das nicht mehr hören. Wie eine Schallplatte im Hirn, die hängen geblieben ist, 100 Mal am Tag. Ja, wie soll da die Energie fließen, bitte? Emotionen sind Energien. Auch da gehen manche Menschen sehr nachlässig um, sehr destruktiv um. Sie leben Emotionen wie Stress und Hektik und Neid und Wut und Gier und Zorn. Das sind Energien. Wie soll da der Körper gesund bleiben? Unser Gemüt, unser Gemirt, würde man da sagen in Österreich, ist überhaupt sehr was Komisches. Auch wenn wir in vielen angespannten Situationen versuchen, ruhig zu bleiben, gelingt es uns nicht, weil es unsere nervösen und erregten Energien nicht erlauben. Also Gedanken sind Energien, Emotionen sind Energien, Worte sind Energien. Wie verwenden wir die Worte, die aus unserem Mund kommen? Wie oft sprechen wir destruktiv über uns selbst, über andere Menschen? Die Worte hören auf, aber die Energie geht weiter. Ich möchte jetzt einen kurzen Ausflug mit euch machen in die Geschichte der Medizin, in die großen Medizinsysteme der Menschheit, denn die haben ja sehr viel mit der Energetik zu tun. Und ich habe da ein paar Jahreszahlen aufgeschrieben, vielleicht könnt ihr sie auch lesen. Die Geschichte der Medizin, als Untertitel habe ich hingeschrieben, die Geschichte der Energetik. Denn für mich ist es so, wenn man sich die großen Medizinsysteme der Menschheit anschaut, dann hat das sehr viel mit Energetik zu tun. Beginnen wir bei der Steinzeit. Seit der Steinzeit gibt es überall auf der Welt schamanische Traditionen. Die Schamanen anerkennen eine für die Augen unsichtbare Welt an und sie sind in dieser tätig. Und dann gibt es drei ganz große Medizinsysteme, die aus dem Osten kommen. Die traditionelle chinesische Medizin, die indische ayurvedische Medizin und das tibetische Heilwissen. Bleiben wir ein bisschen bei der TCM, bei der traditionellen chinesischen Medizin. Von Archäologen wurden Akupunkturnadeln gefunden, die auf 10.000 Jahre datiert wurden. Das heißt, bereits vor 10.000 Jahren hat es Akupunktur gegeben. Vor 4.200 Jahren wurde dann der Basistext der traditionellen chinesischen Medizin niedergeschrieben. Der heißt The Yellow Emperor. Es ist immer wichtig, einen Text niederzuschreiben, dass man zitieren kann und dass man sich darauf beziehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass diese Medizinsysteme nicht viel älter sind, 10.000 Jahre.
In diesem Basistext der DCM wird uns über die fünf Elemente berichtet, über die Meridiane, über die Punkte, die Akupunkturpunkte, die Akupressurpunkte. Es wird über Moxa berichtet. Es wird über Kräuterwissen berichtet. Und dann gehen wir weiter zur indischen Medizin. Ist auch ungefähr 10.000 Jahre alt, wie die DCM. Der Basistext dazu, den hat Charaksamita geschrieben, er hat sein Medizinsutra geschrieben und das ist vor 3.600 Jahren passiert. Dieser Basistext ist Teil der indischen Veden und er ist die Grundlage für die ayurvedische Medizin. In ihr wird über Holistik geschrieben, also in ihm, dem Text. Da kommt die ganze Chakrenlehre her. Da wird über Therapie geschrieben und über viele andere Dinge, noch Physiologie, Pathologie, Psychologie und. Sehr interessant ist auch die tibetische Medizin. Sowa Rigpa. Niedergeschrieben wurde das Sowa Rigpa, der Basistext der tibetischen Medizin, vor 2700 Jahren. Aber auch die tibetische Medizin ist natürlich wesentlich älter. In ihr wird das Kräuterwissen beschrieben, Energien, Mantren und vieles mehr. Die Ursprünge unserer westlichen Medizin, die gehen zurück auf Babylon und das alte Ägypten. Da hat es den Imhotep gegeben im alten Ägypten und der hat den sogenannten Smith-Papyrus aufgeschrieben. Smith deshalb, weil ein Forscher und Entdecker diesen Papyrus dann uns nahegebracht hat. Dieser Smith-Papyrus wird auch Wundenbuch genannt. Und er ist eine der umfangreichsten und ältesten Dokumentationen über medizinische Heilweisen. Da wird über Operationen geschrieben, über Mumifikation. Aber die alten Ägypter haben natürlich auch energetisch gearbeitet, mit Farben und mit Farbschwingungen. Sie hatten Farbhallen. Diese Farbhallen waren mit gewissen Farben ausgeweißelt, würde man sagen, ja? Weil sie wussten, dass jede Farbe einen anderen Heileffekt auf den Körper hat. Und die kranken Menschen, je nachdem welche Krankheit sie haben, wurden dann in diese entsprechenden Farbhallen gelegt. Und die Energie der Farbe hat ihren Heilungsprozess unterstützt. Weiter geht es dann in der Medizingeschichte der Menschheit über Hippokrates von Kos. Das war ein griechischer Arzt, der vor 2400 Jahren gelebt hat. Der hat einige sehr interessante Medizintexte aufgeschrieben, die Elementenlehre, über die Energetik. Unsere Schulmediziner leisten auch heute noch am Ende ihres Studiums den sogenannten hippokratischen Eid. Was uns über Hippokrates von Kos auch noch überliefert wurde, das waren ganz, ganz viele schöne, weise Sprüche. Könnt ihr mal googeln. Einen Spruch habe ich euch hier mitgebracht. Er sagt, die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden von uns liegt. Sagt ihr schon alles. Über Rom und die europäischen Universitäten seit dem Mittelalter ist dann die heutige westliche Schulmedizin entstanden. Auch in dieser Zeit gab es schon hervorragende Persönlichkeiten, die energetisch gearbeitet haben. Denken wir an die Hildegard von Bingen oder denken wir an den Paracelsus. Der hat übrigens sein erstes Hospital in Salzburg gehabt. Und dieses Gewölbe in der Kaigasse kann man heute noch besichtigen. Er hat mit Kräutern gearbeitet. Er hat mit Musik gearbeitet.
Er hat mit Klängen gearbeitet. Er hat mit Farbschwingungen gearbeitet. Er hat mit Energie gearbeitet. Unglaublich toll. Und jetzt sind wir so etwas in der Gegenwart angekommen. Seit 30 Jahren, erst seit 30 Jahren, gibt es bei uns im Westen dann auch die sogenannte Komplementärmedizin, die Energiemedizin, zu der auch die Arbeit der Energetiker zählt. Das Wissen um den Energiekörper und wie man ihn behandelt, ist also uraltes Menschheitswissen. Vor allem in den östlichen Traditionen, DCM, ayurvedische Medizin, tibetische Medizin. Und viele Forscher haben dieses Wissen studiert und darum ist es auch heute bei uns im westlich-medizinischen System möglich, dieses Wissen einzusetzen. Und manche Ärzte machen dies ja auch. Es gibt ganz unglaublich tolle Ärzte, die ganzheitlich arbeiten. Und vielleicht ist diese beginnende Integration so ein kleiner Hinweis auch auf einen Paradigmenwechsel in den westlichen Wissenschaften, was sehr zu hoffen wäre. Noch einmal, die Schulmedizin und die Massage kümmert sich um den Körper. Die Kräuterheilkunde natürlich auch. Die Psychotherapie kümmert sich um den Geist. Und dazwischen gibt es eine Ebene, die beides verbindet. Und diese Ebene ist die Ebene der Energie. Hier arbeiten unsere Energetiker und unsere Energetikerinnen. Die Ebene der Energie ist das Bindeglied zwischen Körper und Geist. Positive Einwirkungen auf der Energieebene haben immer positive Einwirkungen auf der Körperebene und auf der Ebene des Geistes. Und das ist schön so. So, jetzt gehen wir von der Energetik her ein bisschen mehr in die nähere Vergangenheit. Die Schulmedizin hat einen wichtigen Bestandteil, eh klar, aber ein bisschen muss man über den Tellerrand hinausschauen und sehen, was es da seit Tausenden von Jahren auch schon alles gibt. Was ist bei uns in Österreich in der näheren Vergangenheit dann entstanden? Angefangen hat es mit der Homöopathie im Jahre 1842. Da wurde die erste Vereinigung österreichischer homöopathischer Ärzte gegründet. Diese Vereinigung wurde dann noch einmal neu gegründet und 1969 noch einmal gegründet und heißt heute Österreichische Gesellschaft für homöopathische Medizin. Aber erst seit dem Jahre 1975 werden Ausbildungskurse an Homöopathie gegeben. Noch nicht so lange her. Und dann kommt die Akupunktur. 1954 wurde die erste österreichische Gesellschaft für Akupunktur gegründet. In den 60er Jahren ist dann die Akupunktmassage dazugekommen. Benzel war da ganz hervorragend. Und danach die Holopathie. Das waren also so die Beginne. Und wie gesagt, erst seit 30 Jahren gibt es in Österreich energetische, komplementäre Therapien. Angefangen hat das irgendwie so mit der harmonischen Konvergenz 1987. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, darf aber ruhig auch Platz da haben. 1987 hat eine eigene stattgefunden, harmonische Konvergenz genannt. Da ist eine neue Energie auf die Erde gekommen. Man hat gesagt, das Sternentor 1111 wurde geöffnet. Was hat das bewirkt? Das war wie ein Aufruf an alle Lichtarbeiter, an alle Energiearbeiter. Hopp, hopp, auf geht's. Jetzt haben wir was zu tun. Ab diesem Zeitpunkt haben sich die energetischen Therapien in Österreich rasant weiterentwickelt. Vorher hat es nicht viel gegeben, wir haben gesehen. Homöopathie, Akupunktur, Akupressur, Akupunktmassage, aus.
Und von 1987 ist es dann so richtig losgegangen. Viele Lichtarbeiter sind munter geworden. Viele energetische Systeme haben sich entwickelt zum Wohle der Menschen. Und von diesem Zeitpunkt auch verbinde ich so ein bisschen die Entwicklung der Energetik in Österreich auch mit meinem Leben. Weil ich von diesem Zeitpunkt auch irgendwie so meinen Weg gegangen bin, sehr, sehr viel lernen durfte, gut lernen durfte. Und ein paar Sachen habe ich euch da so aufgeschrieben. 1987 harmonische Konvergenz. Ich habe 1987 Reiki kennengelernt. Damals hat es 2 Reiki-Lehrer in Österreich gegeben. 1991 habe ich mich dann selbst zum Reiki-Lehrer ausbilden lassen. Ich war die 5. Reiki-Lehrerin in Österreich. Heute gibt es alleine in Stadt und Land Salzburg ungefähr 3000 Reiki-Lehrer. Das hat sich getan in den letzten 30 Jahren. Reiki gehört zwar nicht unter die Energetik, es wird als Geistheilung eingestuft, macht aber nichts. Während dieser Zeit bin ich auch sehr oft in Thailand gewesen und habe da im Kloster Wat Pho in Bangkok die traditionelle Thai-Massage erlernt, habe viel unten gearbeitet und praktiziert und habe dann im Jahre 1989 in Salzburg die erste Schule für traditionelle Thai-Massage in Österreich eröffnet. Das war damals gar nicht so einfach. Traditionelle Thai-Massage kannte man nur vom Sextourismus in Thailand. Einer meiner Reiki-Lehrer hat sich sofort von mir distanziert und hat gesagt, wie kannst du so etwas machen? Ja, ja natürlich, die Damen am Strand in Thailand, die machen auch nichts anderes. Sie tun halt noch ein bisschen mehr dazu. In Thailand würde man sagen, same, same, but different. Ja, einige Jahre später bin ich dann weitergegangen, habe mich zur Shiatsu-Lehrerin und Therapeutin ausbilden lassen, habe dann viele Jahre lang an der Internationalen Shiatsu-Schule in Graz unterrichtet. Die wurde 1987 gegründet, ist jetzt 30 Jahre alt. Eine einzige Shiatsu-Schule hat es in Österreich gegeben, die ist 3 Jahre älter. Dann kam der Schamanismus. Ich habe mich sehr intensiv mit Schamanismus auseinandergesetzt, im Osten und im Westen, bin sehr viel durch die Weltgeschichte gereist. Wie gesagt, Schamanismus gibt es, seit es Menschen gibt. Es sind die ältesten energetischen Techniken überhaupt, die existieren. Ich habe mir die philippinischen Geistheiler angeschaut, habe mit peruanischen Schamanen zusammengearbeitet, habe indische Yogis besucht, andere spirituell praktizierende Menschen und durfte sehr, sehr viel lernen in dieser Zeit. Der Schamanismus in Österreich ist wunderbar aufgeblüht, auch in der heutigen Zeit, überall wo man hinschaut. Bei dieser Gelegenheit würde ich euch gerne auf einen Film aufmerksam machen. Er ist ein alter Film, aber er ist ein sehr guter Film von Clemens Kubi. Und dieser Film heißt Unterwegs in die nächste Dimension, der sehr viele schamanische Heiltechniken auf der ganzen Welt aufzeigt. Mir gefällt dieser Film sehr, weil der erste Beitrag über Don Agustin Rivas, einen peruanischen Schamanen, handelt und das war mein Schamanenlehrer über viele, viele Jahre hinweg. Die Schamanen, genauso wie die Energetiker in der heutigen Zeit, arbeiten nach einem Grundsatz. Und der Grundsatz heißt, die Energie folgt den Gedanken. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ein sehr wichtiger Grundsatz. Und das geht alles so einfach. Ja, und im Jahre 1993 dann, wenn ich so meine persönliche Entwicklung ein bisschen weiterverfolge, habe ich dann gemeinsam mit einem Wegbegleiter die Internationale Prana-Schule in Österreich gegründet. Seit 24 Jahren unterrichten wir. Es war die erste Schule überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und wir freuen uns sehr, auch nach 24 Jahren Pranavita noch so wunderbar weitergeben zu dürfen. Der Inhalt meiner Prana-Schule heißt Pranavita.
Das sind alte schamanische Heiltechniken, Wissen aus der DCM, Wissen aus der ayurvedischen Medizin, Wissen aus den tibetischen Heilweisen, kombiniert mit den modernen Entdeckungen und Errungenschaften der Quantenphysik und der modernen Physik. Seit dieser Zeit entstehen viele, viele andere energetische Heilsysteme in Österreich. Vor einigen Jahren ist die Quantenheilung sehr bekannt geworden. Das wird auch an meiner Schule unterrichtet. Aber die Quantenheilung ist auch ein uraltes Heilsystem. Warum ist sie erst vor ein paar Jahren bekannt und berühmt geworden? Weil die Quantenphysiker endlich so weit waren, dies alles zu verifizieren. Der Einsatz von Klang als Heilmittel ist so alt wie die Menschheit. Viele tibetische Mönche wissen schon seit Tausenden von Jahren, dass das Chanten, das Singen von Mantras einen heilenden Effekt auf den physischen Körper hat. Klangschalentherapie in Österreich gibt es seit 30 Jahren. Und ich habe ein paar Gäste im Laufe der Jahre nach Österreich gebracht, die inzwischen wirkliche Freunde von mir geworden sind. Einer davon ist Tom Kenyon. Der kommt seit 1998 nach Österreich. Er ist wohl weltweit der berühmte Soundhealer und Klangtherapeut, Opernsänger und Buchautor. Einen anderen ganz lieben Freund hatte ich die Ehre, in Österreich zu organisieren. Das war Dr. Masaru Emoto. Er kam 1903 das erste Mal in Österreich und jedes Jahr bis ungefähr 2 Jahre vor seinem Tod. Er hat uns sehr viel weitergegeben, auch was die Energetik betrifft. Das Wissen um die Wasserkristalle, das Wissen, dass Wasser alles speichert, Worte, Gefühle, Musik, Gedanken. Wir bestehen zu über 70% aus Wasser, das wisst ihr ja sicher. Wie will ich, dass das Wasser in meinem Körper ausschaut? Die Welt besteht zu über 70% aus Wasser. Wie will ich, dass das Wasser auf der Welt ausschaut? Gedanken, Worte, Emotionen haben einen positiven Einfluss auf die Welt und auf unseren Körper. Aber sie haben auch die Qualität, diese zu zerstören. Und noch einen sehr lieben Freund darf ich seit vielen Jahren in Österreich immer wieder willkommen heißen. Das ist der Dr. Bruce Lipton. Er ist ein berühmter Zellbiologe. 2010 war er das erste Mal bei mir. Regelmäßig. Im nächsten Jahr wird er wieder kommen. Er hat ein interessantes Buch geschrieben, Intelligente Zellen. Er ist Zellforscher, Zellbiologe. Er sagt, unsere Zellen haben nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie entwickeln sich oder sie stagnieren. Stagnieren tun unsere Zellen dann, wenn wir zu viel Stress leben. Dann gibt es keine Möglichkeiten mehr für eine Entwicklung. Stress ist überhaupt so eine Geschichte. Ja? Stress öffnet Tür und Tor für alle schweren Krankheiten, wenn man ihn lang leben. Stress macht dumm auf die Dauer, weil keine Informationen mehr zum Frontallappen des Gehirns durch können. Und dieser Dr. Bruce Lipton ist auch der Begründer der Epigenetik. Das ist eine relativ junge Wissenschaft, 15, 18 Jahre alt. Es gibt sehr viele YouTube-Filme anzuschauen, wenn euch das interessiert. Was sagt die Epigenetik? Unsere DNS, das kann man sich so vorstellen, das ist wie ein Ordner mit verschiedenen variablen Bauplänen. Und je nachdem, was für Bauplan genommen wird, um Proteine in unserem Körper zu erzeugen, das sind die Bausteine der Zellen, hängt von unserer Umwelt ab und davon, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Ja, das ist ja revolutionierend im Gegensatz zur Genetik, die uns von der Medizin gelehrt wird. Wenn ich zum Beispiel in einer friedlichen Umgebung lebe, habe ich ganz einen anderen Körper, als wenn ich in einer kriegerischen Umgebung lebe, obwohl auf die gleichen Gene zugegriffen wird. Und darum spricht man auch von einer gesundmachenden oder krankmachenden Umwelt.
Kurz noch die Vorteile der Energetik. Ich sehe die Energetik als Vorbeugung, als Prävention, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn wir Energiearbeit vorbeugend betreiben, wird der Körper ja viel seltener krank. Man muss ihn auch nicht heilen. Und dann kann man Energetik natürlich einsetzen im Anlassfall, wenn schon irgendwo zwickt und zwackt und weh tut. Energiearbeit ist komplementäre Hilfe zur Selbsthilfe. Energiearbeit hebt die Regenerationskraft im Körper. Wenn man krank ist und eine Operation hinter sich hat und man nimmt Energiearbeit, dann heilt der Körper um 2/3 schneller als ohne Energiearbeit. 2/3, das ist ziemlich viel. Die eigene Lebensenergie und die eigene Lebensfreude werden aktiviert. Wenn die Energie in meinem Körper gut fließt, dann stehe ich selbstsicher im Leben. Ich lasse mich nicht gleich von allen Vorkommnissen draußen, wie sagt man das so schön, umhauen. Ja? Und was noch sehr wichtig ist, die Energiearbeit aktiviert die Selbstheilungskräfte. Im Grunde genommen ist es ja so, dass nur jeder Mensch sich selbst heilen kann. Wir alle haben einen inneren Arzt in uns, der schläft manchmal. Na, da gehört er halt wieder munter gemacht, dann gehört er halt wieder aufgeweckt. Wie ich den inneren Arzt jetzt aufwecke, ist ja eigentlich egal. Ob ich das durch Homöopathie mache, ob ich das durch Shiatsu mache, ob ich das durch Pranavita mache oder durch die teuren Spritzen vom Arzt, ist ja wurscht. Hauptsache, er wird munter und die Selbstheilungskräfte funktionieren wieder. Energiearbeit kann man auch mit vielen Methoden messen, so auch mit Aurafotografie. Schauen wir uns die Energetik heute noch an. Zum Schluss, ich bin bald fertig. Heute gibt es in Österreich 16.000 Energetiker und Energetikerinnen. Eine sehr, sehr große Berufsgruppe. Ich, habe ich schon gesagt, sehe die Arbeit der Energetiker in der Prävention, in der Vorbeugung. Das ist extrem wichtig. Wenn man regelmäßig Energiearbeit an sich macht oder machen lässt, fließen die Körperenergien und der Körper und der Geist ist gesund. Also gesund bleiben. Und wenn man schon krank ist, dann mit Hilfe der Energetik ganz schnell gesund werden und dann gesund bleiben. Wichtig ist eine gute Ausbildung für Energetiker. Das Gewerbe gehört geregelt. Und dann gibt es natürlich noch, da haben wir die Energetiker, da haben wir unsere Ärzte. Kein Energetiker will einen Schulmediziner oder einen orthodoxen Mediziner ersetzen. Es geht um eine Ergänzung. Beide Systeme sollten Hand in Hand arbeiten. Tatsache oder Realität ist, dass Energetiker bei uns in Österreich von der Ärztekammer bespitzelt werden, dass sie bekämpft werden. In Deutschland ist es so, dass man sich gerade überlegt, den Beruf des Heilpraktikers wieder abzuschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Ärzte, die heillos überfordert sind und genauso die Pfleger. Vor einigen Jahren war ich eingeladen, in Wien beim großen Pflegekongress einen Vortrag zu halten über Stress und Burnout. Und da bin ich in den Saal reingekommen und da waren an die 400 Leute drinnen, Pfleger. Da haben wir geschaut und dann habe ich gesagt, wen betrifft denn das Thema Stress? Wen betrifft denn das nicht? Und es hat kein einziger aufgezeigt. Unsere Ärzte sind heillos überfordert. Wie die Menschen in den anderen Berufsgruppen auch, man darf ihnen nicht einmal böse sein. Eine Ärztin in Salzburg hat mir erzählt, als sie vor 20 Jahren studiert hat, hat es in Salzburg 100.000 Menschen gegeben als Einwohner. Heute, 20 Jahre später, haben wir 160.000 Einwohner. Und keine einzige Planstelle ist mehr vergeben worden als vor 20 Jahren. Da muss man auch einmal drüber nachdenken. Aber, unsere Pharmalobby versüßt wenigstens zwischendurch den Ärzten das Leben ein bisschen. In Deutschland nimmt die Pharmalobby
300 Millionen Euro in die Hand, um den Ärzten etwas Gutes zu tun. Und wenn man das auf Österreich umrechnet, dann sind es ungefähr 30 Millionen Euro. Ja. Wie schaut es aus mit der Energetik morgen? Visionen, die vielleicht hoffentlich doch bald irgendwann realisiert werden können. Was wäre, wenn die Energetiker von den Krankenkassen bezahlt würden? Ohne Zusatzversicherung natürlich. Was wäre, wenn die Energetik vor der Hightech-Medizin käme? Dass man den Menschen sagt, komm bitte, geh regelmäßig zu einer energetischen Behandlung, bevor es dich in einen Apparat reinlegen lässt. Ja, was wäre, wenn es in Österreich ein bedingungsloses Grundauskommen gäbe? Dann hätten die Energetiker wieder genug Geld. Dann könnten die Menschen sich energetische Behandlungen leisten. Dann könnten sie selbst energetische Behandlungen oder energetische Therapien erlernen und könnten so in ihrer Familie wirksam sein. Wäre doch schön, wenn man Energetiker in der Familie hätte, sozusagen die Hausapotheke innerhalb der Familie. Lass uns doch diese Visionen gemeinsam weiterträumen und Realität werden. Über den Prana-Verein möchte ich nichts sagen, obwohl es im Titel steht. Der Prana-Verein, die Prana-Schule hat einen Verein gegründet, das ist der Prana-Verein. Und in diesem Verein, den haben wir gegründet für soziale Aktivitäten überall auf der Welt. So hatten wir lange Jahre ein organisches Bergbauernprojekt in Nepal. Wir finanzieren Kinderdörfer in Indien. Wir finanzieren ganz viele soziale Projekte überall in Europa. Und dieser Prana-Verein ist auch eine Plattform für Informationsaustausch. Wenn ihr da vielleicht einmal raufschauen wollt, da gibt es ganz, ganz viele interessante Berichte. Ja, jetzt bin ich auch schon am Ende. Ich möchte noch einmal ein Zitat von Hippokrates von Kos anbringen, der sagt, Heiterkeit entlastet das Herz. Die Evolution durch Lächeln haben wir ja heute schon geübt. Bitte nehmt es mit durch den Tag. Und wer Freude hat, kann es ruhig auch einmal mit Lachen probieren. Denn nichts erhöht die Energie im Körper so sehr wie Lachen. Es ist überhaupt die beste Medizin. Und da möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, bevor ich aufhöre. Ich bin ja ziemlich lang im Amazonas gesessen, bei meinen Schamanen. Und ein Freund von mir ist auch einmal nach Peru gefahren. Und der ist dann so mit einem langen Boot, wo lauter Indigos drauf waren, er war der einzige Europäer, sind sie so einen Seitenarm des Amazonas raufgefahren zu einem Dorf. Und vorne am Bug ist ein Indigo gestanden, der hat dann die großen Äste der Bäume auf die Seite bewegt, damit das Boot durchfahren konnte. Und dann greift er in so einen Ast hinein und da war ein wilder Bienenschwarm drinnen. Und die Bienen sind über ihn hergefallen und haben ihn zerstochen von oben bis unten. Und wie auf Kommando haben alle Indigos in dem Boot laut zu lachen begonnen. Und mein europäischer Freund war natürlich total irritiert. Um Gottes Willen hat er sich gedacht, was sind das für herzlose Menschen? Der wird zerstochen von den Bienen über und die lachen. Er hat nichts gesagt. Und wie sie dann am Dorf angekommen sind, hat er den Anführer dieser Indigos hergeholt und hat gesagt, ich bin total entsetzt. Was seid ihr für herzlose Menschen? Der hat Bienenstiche am ganzen Körper und ihr tut nichts anderes als lachen. Und dann hat dieser Indigo ihn ganz erstaunt angeschaut und hat gesagt, ja, weißt du denn nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, die Energie im Körper wieder anzuheben? Ja, hey, und was machen wir, wenn es wem schlecht geht und die Energie ist eh schon unten? Dann drucken wir die Energie noch in den Keller runter. Mei, du Armer, na, es wird schon wieder werden, ist ja nicht so schlimm, du Armer, Pussi, Pussi. Ja, genau das Falsche. Aber sag das einmal weh bei lach und die Energie steigt wieder. Aber das ist es. So.
Ich bin fertig. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Geduld. Und ich hoffe, mein Vortrag hat euch ein bisschen Freude bereitet. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr angenehm, dir zuzuhören. Sehr, sehr informativ und ich freue mich auch dich um 20 Uhr bei der Podiums, nicht Diskussion, aber halt beim Podiumstreffen mit allen wieder auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Jetzt würde mich aber noch auch bei dir interessieren, Radio Oki Talk, ich glaube, du hast mir vorhin erzählt, am 14. Das Interview. Verwechselst du da? Okay. Okay, kein Problem. Wie kam es? Oder wie kommt Radio Oki Talk, das Oki Talk Festival, zu der Ehre, dich heute hier zu haben? Danke, Alex. Ja, ich kenne den Klaus auch schon seit vielen Jahren. Er ist ein ganz lieber Freund. Ich habe vor 2 Jahren selbst in Salzburg einen Kongress organisiert, den er aufgenommen hat. Und als er mich gefragt hat, Burgi, magst du kommen zum Medienfestival? Habe ich gesagt, oh, es ist mir eine Ehre, Klaus. Danke, danke. Und darum bin ich da. Freut mich. Wunderschön, das so soll es sein. Das erste Oki Talk Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.